Herzlich willkommen, liebe Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal Crypto Night Owl. Solana hat erstmals XRP überholt. Das ist natürlich ein fulminanter Erfolg für Solana und für uns XRP-Investoren oder besser gesagt alle, die es mit XRP gut halten, nicht so schön. Wie das jetzt weitergeht, gerade in 2024, wird extrem spannend. Ich habe da was für euch rausgesucht. Die nächste Kryptowährung, die in den Startlöchern steht und XRP von hinten angreift, ist AVAX. AVAX steht vor einem fulminanten Kurswachstum. Da habe ich auch Fundamentals für euch und wir gehen auch darauf ein, welche Kryptowährung, welche Token davon extrem profitieren werden. Meiner Meinung nach natürlich. Auch im Zuge des Bitcoin Spot ETFs wird immer mehr um die Gunst der Anleger gebuhlt. Also es sieht alles sehr, sehr positiv aus. Der Markt ist in sehr guter Stimmung. Es wird wieder extrem spannend. Ich habe einiges für euch rausgesucht. Ihr lasst mir sehr gerne einen Kommentar, ein Like im Vorfeld da, zwischendurch oder am Ende ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Crypto Night Owl, Mann, ich wach über den Markt und geb Alarm, doch bekomm nicht gleich einen Herzinfarkt. Analysier den Bitcoin sowie Ethereum. Ich halte es für eine Chance, andere halten uns für dumm. Ja, liebe Freunde, wir gehen direkt rein und wenn man sich die Krypto Heatmap heute ansieht, da stechen so zwei, drei Kryptowährungen raus mit fast, oder besser gesagt, Solana hat zweistelligen Kurszuwachs in den letzten 24 Stunden. Und um diese Kryptowährung soll es heute auch gehen. Solana und AVAX, das sind ja die absoluten Top-Gewinner im Jahr 2023. Wer hätte das gedacht, dass Solana nochmal so ein Comeback hinlegt? Ich muss ehrlich sein, ich war im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren auch richtig abgefuckt, was Solana anging. Viele waren natürlich der Meinung, dass Solana zurückkommt. Ich habe zu denen gehört, die gesagt haben, ja, das geht für mich gar nicht, wenn eine Chain so oft abstürzt, weil was willst du dann damit? Aber die haben wirklich an sich richtig hart gearbeitet über die letzten 10, 11 Monate, genauso wie AVAX, die natürlich keine Abstürze hatten, aber auch an sich gearbeitet haben und ernten jetzt die Lorbeeren. Ist, glaube ich, richtig, dieser Spruch. Ich habe es immer mit Sprüchen. Okay, da gehen wir jetzt drauf ein, bevor wir hier uns noch lange den Mund fusselig reden. Bevor wir aber drauf eingehen, noch ein kurzer Augenmerk darauf, wie der Markt gerade unterwegs ist. Er ist sehr bullisch. Es wird überall mit Krypto geworben. Die Leute sind wieder euphorisch. Erinnert euch vor einigen Monaten, Wochen, wie die ganze Sache aussah. Ihr wisst Bescheid. Also das ist für mich immer das Zeichen, genau das Gegenteil zu tun, abzuwarten. Ich bin gut investiert, ich muss jetzt nicht zwingend nochmal investieren. Ihr wisst, bei einem größeren Rücksetzer bin ich nochmal in den Altcoins dabei. Ansonsten konzentriere ich mich momentan absolut auf den Gaming-AI-Sektor. Ihr wisst es, deswegen muss ich das nicht nochmal hier alles wiederholen. Da ist mit wenig Investment viel rauszuholen, also mit wenig Geld viele Prozente. Ganz wichtig, immer Gewinne zu sichern. Aber ich will die, die länger dabei sind, nicht immer mit denselben Sachen langweilen. Wir gehen drauf ein. Satoshi lässt grüßen. Zwei weitere Bitcoin-ETF-Werbespots wurden veröffentlicht. Einmal Bitwise, legt nach und Hashtags kommt jetzt auch dazu. Also sie buhlen immer mehr um die Gunst der Anleger. Es deutet alles darauf hin, dass die Bitcoin-ETFs, also eigentlich gibt es da kein Zurück mehr, durchgehen. Ich gehe davon aus, dass der erste BlackRock ist, vielleicht sogar noch in diesem Jahr. Wir werden es sehen, aber Bitwise und Hashtags werden folgen. Ihr könnt euch gerne auf BTC Echo, obwohl ich die eigentlich nicht mehr so mag, aber okay, weil man da jetzt auch für fast jede Nachricht wie bei der Bild-Zeitung bezahlen muss. Also nicht, dass ich Bild-Zeitung lese, um Gottes Willen. Machen wir doch alle mal. Okay. Und ja, seht euch gerne mal die Clips an und man merkt einfach, dass Bitcoin-Krypto wieder in aller Munde ist. Die Leute wollen wieder Sachen vorgestellt haben und der ganze Markt scheint nach oben zu strömen. Und zwei Kryptowährungen, die da absolut auf der Überholspur sind, sind Solana und Avalanche, könnte demnächst nachfolgen. Solana überholt erstmals Ripple, da könnte ich schon, wenn ich diese Überschrift lese, überholt XRP, wenn dann, und steigt in die Top 5 auf. Das erste Mal in der Geschichte von Solana, dass XRP in der Marktkapitalisierung überholt wird. Wir sehen uns auch mal den Chart an. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber jetzt haben sie sich doch deutlich abgesetzt mit mehr als 4 Milliarden US-Dollar. Das muss
XRP erstmal wieder reinholen, erreichen mich natürlich auch einige Nachrichten. Ich merke selber, die Leute sind von XRP, ich sag mal, genervt, wollen da endlich was Zählbares sehen, und das kann ich absolut verstehen. Der Kurs, der gefällt uns allen nicht. Der Stablecoin verharrt immer eine ganze Weile bei 35 Cent. Dann sind wir irgendwann an die 40 Cent gekommen, an die 50 Cent, an die 60 Cent. Ich sehe das Ganze absolut entspannt. Erstens, ich habe einen guten DCA und bin gut investiert. Und das Unternehmen Ripple, was dahinter steht, das ist das, was mich interessiert. Und das ist das, natürlich der Kurs, das ist das, was du siehst, wo du enttäuscht bist. Aber die Fundamentals dahinter, was Ripple macht, gerade mit Metago, einen der größten Kryptoverwahrer aus der Schweiz, Partnerschaften, Lizenzen in Irland, alles schön und gut. Das ist am Ende das für mich, was ein Gesamtbild ergibt. Ich bin da wirklich entspannt und immer noch sehr, sehr guter Dinge. Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss, und wir wissen es. Wenn XRP etwas macht, dann macht er es schnell und explosiv. Und auf diese Candle, auf diesen Moment warte ich einfach. Ich hab doch Zeit. Mich stört das persönlich nicht. Ich bleibe drin. Meine persönliche Meinung, jeder, der seine XRP wegwirft oder da nicht dran festhält, wird es irgendwann bereuen. Das ist meine Meinung. Dazu gehen wir rüber zu Avalanche. Steht die Gaming Chain vor dem nächsten Ausbruch? Avalanche gehört in den letzten Monaten zu den klaren Outperformern, sind $50 oder jetzt besser gesagt Kursmarken. Hier sehen wir es, BTC Echo, jetzt müsste ich bezahlen, sind Kursmarken von $50 und mehr realistisch. Wir klicken mal kurz drauf. Wir sind allein heute schon 118%, nein, Tageschart um 9% gestiegen in den letzten 24 Stunden, und die Candle scheint weiter nach oben zu steigen. Geht das Ganze so weiter, mein lieber XRP, du musst dich ranhalten, stehen schon Cardano und Avalanche in den Startlöchern, dich da auch einzuholen. Auch das Handelsvolumen 1,8 Milliarden in den letzten 24 Stunden ist schon richtig, richtig krass. Man merkt, das Ökosystem von Avalanche wird immer mehr genutzt. Und gerade der Gaming-Sektor, der dahinter steht. Natürlich ist das ein Riesen-Narrativ. Und man muss auch immer dazu sagen, auch da vorsichtig. Das kann sein wie mit den NFTs, wie mit dem Gaming-Sektor im Bullrun, dass das dann irgendwann mal aufhört und abflacht. Natürlich. Und umso wichtiger ist es, da Gewinne mitzunehmen, wie dieser Trader, der vor 2 Wochen aus 450 US-Dollar zum Millionär geworden ist. Das sind natürlich Geschichten, oder aus denen die Träume gemacht sind, Träume, aus denen Geschichten gemacht sind. Ihr wisst, was ich meine. Und er hat mit den Meme-Coin Cockino da getradet und hat einen 4.287-fachen Gewinn da rausgeholt. Hier sehen wir es, in den letzten 7 Tagen um 657% gestiegen. Er wurde am 8. Dezember gelauncht, also das Solana, das Avalanche-Ökosystem ist wirklich extrem am Wachsen. Ich habe euch auch hier mal auf die App-Radar die Avalanche-Chain rausgesucht und euch, und da könnt ihr selber mal gucken, die App-Radar, welche Kryptowährung, welche Games darauf natürlich alles laufen. Naja, Pizza-Games und was es nicht alles gibt, ist auch viel Gamble dabei, muss man ganz ehrlich sein. Aber es lohnt sich, dahin zu gucken, um vielleicht mit Spielgeld da mal reinzugehen. Mein Gott, dann eröffnest du halt noch eine andere Börse, gehst zu Gate.io oder zu Bitgate, wo es die Kryptowährung halt gibt, die dich interessiert, und investierst da oder auch nicht. Hier finden wir dann natürlich auch Shrapnel, auf den wir dann nochmal eingehen werden. Domi Online, in den bin ich zum Beispiel auch investiert. Ich habe euch auch hier mal meine Watchlist rausgesucht. Auf CoinMarketCap habe ich mir die hingelegt, und das sind halt alles momentan Gaming-Coins und AI-Coins, in die ich investiert bin. CDFi, Vulcan Forge, Nakamoto Games, Ultras, Urs, muss man sich auch ansehen. Mein absoluter Top-Performer momentan. Ich habe hier irgendwie immer die Hand am Start wie so ein Italiener. Scusi, Trias Token, richtig geil. Rocket Exchange. Seht euch das alles an, die Central Games, Miro, was haben wir hier noch, Domi Online und Cypher, den hatte ich gestern vorgestellt. Absolutes Top-Projekt, habe ich auch gestern drin investiert. Sieht
sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, ich gehe da auch nur mit kleinem Geld rein. Wale lösen Alarmglocken aus. Jetzt muss ich die andere Seite natürlich auch beleuchten, wenn ich euch so positiv informiere. AVAX, der RSI, liegt bei 90. Also Vorsicht, Vorsicht. Absoluter Indikator für einen überverkauften Bereich. Also ich schätze persönlich auch ein, wenn man diese Fundamentals sich ansieht aus der Chartanalyse, dass eine Korrektur bevorstehen könnte. Ich weiß es natürlich auch nicht, aber 90 ist schon extrem überhitzt. Und wenn wir uns den Kryptomarkt im Ganzen ansehen, sind wir immer noch im Gierbereich bei 74, ist auch wieder steigend. Also da bin ich erstmal vorsichtig. Ansonsten würde ich natürlich jedem empfehlen, Solana und Avalanche auf dem Schirm zu haben für ein gesundes Portfolio, um da auf Nummer sicher zu gehen, definitiv, um da ein 100x rauszuholen, auf keinen Fall, aber ein 10x im Bullenmarkt, im Bullrun ist da absolut möglich. 20, 30, 40, 50, 100x ist mit den Gaming Coins definitiv möglich, die sowohl auf Solana als auch auf Avalanche laufen. Und da ist ein ganz heißer Kandidat für mich einmal Cypher, den ich euch gerade gezeigt habe. Seht euch den mal an. Die anderen sowieso auch. Und Avalanche, ihr könnt auch auf die Seite von Avalanche gucken. Und da ist das Schrapnell. Und zwar, dass ihr mal seht, was Schrapnell eigentlich für ein Spiel ist, wie geil die Grafik auch ist. Sehen wir uns das mal kurz an und dann beenden wir das Video. Schrapnell.com, geil. Ich liebe sowieso Ego-Shooter, haut mir gerne mal in die Kommentare, was ihr zockt, ob ihr zockt, aber da steht halt richtig was dahinter. Wir sind von diesen Pixel-Gamechen von Minecraft, da sind wir schon lange weg jetzt im Crypto-Space, auch von Decentraland oder Sandbox, was es da nicht alles gab. Wir sind bei 4K definitiv angekommen und Schrapnell ist ein absoluter Tipp von mir. 6 Millionen Dollar Marktkapitalisierung. Was ist das? Das ist nichts. Das ist einfach nichts. Hier unten sehen wir es auch. Er läuft auf der Avalanche Chain. Okay, haut mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Was zockt ihr? Was haltet ihr von Solana, von AVAX? Seid trotzdem vorsichtig. Der RSI deutet da auf einen überverkauften Bereich hin. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert sehr gerne meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, dass ihr hier nichts mehr verpasst. Falls ihr mich noch anderweitig unterstützen möchtet, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr euch bei Pionex oder BitGet anmeldet, meinen Partnerbörsen, oder wenn ihr euch einen Ledger zulegen wollt, ist auch der Link zur Originalwebseite unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Peace. Drum hinterlass ein Like und auch ein Kommentar. Lass meine Glocke klingeln, so wie bei einem YouTube-Star. Crypto Night Doll, für euch bin ich nachtaktiv. Bleib up to date, denn jeden Tag geht etwas schief.